Jo, und damit heißt Yoshi herzlich willkommen zu einem Card-Unpacking. Und das letzte Card-Unpacking ist eine ganze Weile her. Jetzt wurde allerdings hier frisch released die Straße von Gadgetzen und ich habe mir hier schon mal 100 Packs hier gegönnt. Und die werde ich jetzt mit euch zusammen öffnen. Zum Schluss werden wir nochmal auswerten, wie viel bei rumgekommen ist aus den 100 Packs. Ich habe bisher von meinen ja, Teammates, Freunden auf Freundeslist und so weiter bisher eigentlich immer relativ gutes Feedback gehabt über dieses Addon. Und ich hoffe auch, dass es für mich zutrifft. Also die Karten, na, die Card Pack Opening Animation sieht schon mal richtig nice aus. Ja, im ersten Pack jetzt leider noch keine legendäre, nur eine Rare. Und wir schauen mal, ein Toxic Zero Ooze Big Time Racketeer, ein Yardish Chieftain, ein Hired Gun und Rare kriegen wir als erstes den Getaway Kodo vom Paladin Secret. Ja. Momentan kann ich es halt noch relativ schlecht einschätzen, welche mega krass sind, gerade hier von den Rare, gerade von den Comments hier. Ja, da muss man halt schauen. So. Wir machen direkt das nächste Pack auf. So, hier keiner kann. Leider vier Comments hier. Und wir kriegen einen Dispatch-Kodo. Warte mal. Durchschütteln hier. Eine Rare haben wir bis jetzt. Ja, wieder nur eine Rare. Vier Commons. Der zweite Jade schief denn auf jeden Fall schon mal. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Nach drei Packs direkt den ersten fertig. So, eine Rare. Vier Commons. Eine Freezing Potion haben wir hier für den Magier und den Abyssal Enforcer. Deal 3 Damage to all other characters, 6-6 für die Mana, für den Warlock. Und hier eine sehr starke Karte für den Priester, 3-4er für 3 Mana mit Battlecry. Gibt Friendly Minions 3 Health, Battlecry. Aber die ist auf jeden Fall richtig stark. Ah, und bis jetzt ist das Packluck hier noch nicht wirklich eingetreten, aber noch keine Epic, nicht mal eine Epic, also von der Legendary brauchen wir hier noch gar nicht zu sprechen. Ein Kabalecki für den Mage, und the next secret you pay this turn cost 0. Kleiner Kabal, Dingsbums da. Ja, Shadow Rager relativ useless, der Zip Gunner, haben wir jetzt den zweiten für den Hunter hier gekriegt und ein Devolve für den Schamanen. Und wir schauen in den nächsten Pack rein. Okay, haben wir immerhin schon mal zwei Rares und eine Epic. Tanaris Hogshopper, ein Hired Gun, dann Rare ein Trog Beast Rager, ein Sea Devil Stinger. Und Epic kriegen wir hier. Hilfred Power. Gain an empty Mana Crystal for each friendly minion. Ist auf jeden Fall ganz nett. Kann man mitarbeiten. Vor allem halt, wenn man tatsächlich einen Agro-Paladin spielt und den durchkriegt. Also, da sehe ich die Karte halt. Ja, Trog Beast Rager. Give a random friendly beast in your hand. Ist halt fragwürdig, die Karte. So, muss man testen. Kann vielleicht ganz gut sein. Setzt allerdings voraus, dass man auch wirklich ein Beast auf der Hand hat. Wir haben hier wieder zwei Rare-Karten in dem Pack. Ein Grime Street Outfitter, Backstreet Leper. Quasi ein großer Leper-Gnom. 3-1 wird Death Rattle Effekt. 2 Damage an den feindlichen Helden. Und eine Golden Rare kriegen wir hier. Den Jinju Water Speaker. Und Volcanic Potion. Aber hier der Jinju Water Speaker sieht schon mal ganz nett aus.
So, Pack Nummer 8. Eine Rare und 4 Commons. So, wir haben einmal Vermin Sensei, Battlecry für Friendly Beast +2/+2. Momentan sind halt mehr die Jade-Druiden unterwegs als irgendwelche Beast-Druiden, von daher weiß ich nicht, ob es so krass ist. Sehen ja auf jeden Fall diesen Hasen mit den ganzen Möhren. Ja, zwei Warrior, Grimy Gadget hier und Public Defender. Den haben wir jetzt auch schon zweimal, Grimy Gadget hier, at the end of the turn, give a random minion in your hand +2/+2 und das macht halt jeden Turn, von daher vielleicht ganz okay. Ansonsten haben wir hier auch nochmal einen von den Kabalen, Kabal Chemist, Battlecry at a random potion to your hand und hier eigentlich ganz okay, Battlecry summon 1-1 Kit, also für einen Mana 2-1-1er, ähnlich wie die Druidenkarte Living Roots, nur halt mit dem Nachteil, dass halt nicht 2 Damage machen kann, getargetet. So, hier haben wir jetzt auch wieder 4 Common, 1 Rare. Crystal Reaver Nummer 2. 2 Grookwu Masters mit Wind Fury. 3-5 für 5 Mana. Und ein Ellie Armor Smith. Der ist eventuell ganz okay. Und dann haben wir hier noch eine Freezing Potion, Freeze an Enemy. So, Pack Nummer 10. So. Wieder 4 Common Karten. Und eine Rare. Bomb Squad. Und hier haben wir wieder Kabal Chemist Nummer 2. Die haben wir jetzt auch quasi komplett. Grimy Gadget hier. Mark of the Lotus für den Druiden. Give your Minions +1/+1. Und den zweiten Kabal Talon Priest, auch sehr gut. So, ein Impact 2 Rare Karten, Backstreet Leper Nummer 2, die Erde Lightning, Sharky Sip Gunner, den haben wir jetzt überzählig, Spike Hawk Rider und ein Grime Street Protector. Der ist vielleicht ganz okay, muss man mal schauen. So, für Paladins, die halt auf Midrange gehen oder so. Taunt mit dem Battlecry, also ein 6-6er Taunt für 7 Mana mit Battlecry. Links und rechts der Minion bekommen Divine Shield. Ja, und der Spiked Hot Hawk Rider. Battlecry, if an enemy Minion has Taunt, gain Charge. Ist halt situationsabhängig, aber ich denke, die wird man eher wahrscheinlich weniger spielen. So, das nächste Pack. Wir warten immer noch auf die erste Legendary. Call in the Finishers, dann Daring Reporter, ein Jade Spirit für den Druiden, Golden Common Jade Lightning und Fellfire Potion für den Warlock. Auch hier zweite goldene Karte, ganz okay. Dann haben wir hier den Jade Spirit, der ist richtig gut für den Druiden, Rogue oder Schaman. Und ja, der beschwört halt als Battlecry zusätzlich noch einen Jade Golem. Also sieht man sehr oft halt in den Jade Decks. Dann haben wir hier Deal 4 Damage, summon eine Jade Golem. Auch die Karte ist auf jeden Fall gut. Das ist halt für den Schaman. Das Ding ist halt, diese 4 Damage gehen halt nur auf den Minion. Ins Face wäre es natürlich noch schöner für den Schaman. So, wir haben wieder eine Rare. 4 Commons. So, Stolen Goods für den Warrior, give a random Taunt Minion in your hand, +2/+3, eher unwahrscheinlich, dass man so spielt. Dann haben wir die Freezing Potion, ja, Problem ist halt, man hat normalerweise Fire War Axe und genügend andere Karten auf Turn 2. Dann haben wir hier Freezing Potion, Freeze an Enemy, würde man wahrscheinlich auch nicht ins Deck reinpacken. Außer man möchte es vielleicht irgendwie für Freeze Mage als Trigger haben, für einen Ice Lance oder irgendwas, keine Ahnung. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man da den Platz hat. Kabal Song Stealer, Battlecry, Silence a Minion. 5 Mana, 5-5. Eigentlich eine brauchbare Karte auf jeden Fall. Muss man mal schauen, wie man das verwenden kann. Den hatten wir auch schon zweimal. Und Big Time Racketeer hier haben wir jetzt auch. Spätestens jetzt
zum zweiten Mal. So, und ich denke mal, so langsam müsste aber auch eine Legendary hier rumkommen. Wir haben auf jeden Fall eine Epic in dem Pack. Den dann Backstreet Leper Smuggler's Crate. Give a random Beast in your hand. +2/+2, dann haben wir hier Kabal Chemist, hatten wir schon ein paar Mal. Public Defender hatten wir auch schon ein paar Mal. Und Epic. Kriegen wir hier den Fell Orc Soul Fiend. At the start of your turn, deal 2 damage to this minion. Das heißt, man kriegt für 3 Mana einen 3-7er. Und der ist im nächsten Turn ist er noch ein 3-5er. Und danach den Turn A ist halt die Frage, ob man den halt spielen möchte, weil er hat keine weiteren Effekte. Ich denke, man wird ihn nicht spielen. Höchstens vielleicht als Priest, dass du sagst, ich halte den dann halt sowieso jeden Turn wieder hoch, aber selbst da möchte man eigentlich das Mana ja anders verwenden. So, wir haben hier einen Alicat, Nummer 2 für den Hunter, Naga Corsair, ein Grammy Gadget hier, Nummer 2, Kabalecki Nummer 2 und Rare kriegen wir hier den Second Rate Bruiser. Taunt costs 2 less if your opponent has at least 3 minions. Wir kriegen einen 5 Mana 4-5 Taunt, der ja quasi 3 Mana kostet, sobald der Gegner 3 Minions auf dem Board hat. Ja, könnte unter Umständen spielbar sein. Und ja, die Karten kennen wir eigentlich größtenteils. Machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Pack Nummer 15. So, wir haben eine Rare, ich mach sie mal zuerst auf. Dann haben wir die Wolf Nummer 2. Ein Jardus Swarmer, ein Speed Trickster, Breathing Potion Nummer 2, Hired Gun Nummer 5 oder so gefühlt. Dann haben wir Street Trickster, 3 Mana 07, Spell Damage +1, ist ein Demon. Na, ist halt die Frage, wie gut der ist, weil im Endeffekt ein 07er Diener für 3 Mana. Mit einem Spell Damage, weiß ich nicht, also wird man wahrscheinlich niemals spielen. Der Yardes Swarmer Stealth, Death Rattle, gain Yarde Golem. Auf jeden Fall eine wichtige Karte für den Rogue. So, kurz zurückschreiben, einmal antworten, wir sind ja nett. So, aber dafür haben wir eine Rare. Hier wieder ein Impact dabei. Mark of the Lotus, Cryomancer, Streetwise Investigator, die Blood Fury Potion. Give a minion +3 Attack, if it's a demon also give it 3 health. Also eine brauchbare Potion sogar, denke ich. Dann der so, Streetwise Investigator und Epic kriegen wir den Filford Power Nummer 2, den wir bereits kennen. So, was haben wir hier? Eine Rare und eine Epic. Kabal, Talon Priest, Frozen Healer, ein Grime Street Smuggler für Hunter Paladin Warrior. Hellcry, give a random minion in your hand +1/+1. 3 Mana 2-4. Stats für die Mana sind okay. Das ist halt die Frage, weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass man hier diesen Tree fahren wird. Also wir haben hier noch einen Kabal Trafficker. At the end of your turn, add a random demon to your hand. Also die Karte finde ich sehr stark, muss ich sagen, weil 6 Mana 6-6. Und jeden Turn gibt es einen Random Demon und es gibt einige gute Demons für den Warlock, die man auch haben möchte. Von daher denke ich mal, die Karte wird man, denke ich, auf kurz oder lang auch auf jeden Fall sehen. So, hier haben wir auch leider keine Legend dabei. Grime Speed Outfitter. Ja, Grime Scale Chum. Murloc, Battlecry, give a random Murloc in hand +1/+1. Hidden Cache, after your opponent plays a minion, give a random minion in your hand +2/+2. Da ich schon
Also das Secret wird man wahrscheinlich auch nicht spielen, weil es halt einfach zu ineffektiv ist. Und so, wir haben hier zwei Wrath. Potion of Madness haben wir hier für den Priest. Das ist eine sehr gute Karte, denke ich. Gain control of an enemy with 2 or less attack until end of turn. Also die ist halt schon echt stark, denke ich. Dann haben wir hier den Backroom Bouncer. Whenever a friendly minion dies, gain plus 1 attack. Ja, geht so. Und die Fairfire Potion, deal 5 damage to all minions, aber ein starker Board Clear. Alles was nicht mehr als 5 Leben hat, stirbt. Und beide Spieler kriegen 5 Schaden. Mark of the Lotus hatten wir bereits und den Worgen Greaser. 4 Mana, 6-3. Und auch in dem Pack leider keine Legendary. Shadow Ragers 2, ein Cryomancer, I know a guy und die Wolf Nummer 3 oder 4. I know a guy, discover a taunt minion für einen Mana. Und so, wir haben Kabal Song Stealer, Daring Reporter in Yardus Warmer, Streetwise Investigator und eine Volcanic Potion. Kennen wir alles. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Noch ein Logil Sniper, ein Grand Street Outfitter, Kabal Lecky, Naga Corsair und Rare kriegen wir hier den Drog Beast Rager, neu hier der Logil Sniper, Murloc für 2 Mana, 2-1 Battle Cry Deal 1 Damage. Da sind einige neue Murlocs auf jeden Fall dazugekommen. So, Hosen Healer, Smuggler's Run, Worgen Greaser, Grimy Gadget hier und den Backroom Bouncer. Hosen Healer, Crystal Reaver, zweite Golden Common und zwar Erde Lightning Nummer 2 für den Schaman. Hidden Cache Nummer 2 und Golden Rare haben wir hier noch den Bomb Squad, den hatten wir bereits schon einmal. Auf jeden Fall ziemlich lustige Karte. Hier so ein Schlackern mit den Beinen, mit den ganzen Bomben um sich rum. So. Ja, und so langsam ist ja die Legendary auf jeden Fall überfällig, würde ich sagen. So, Red Mana Worm hatten wir bereits, ist halt der große Mana Worm für alle Klassen. Smuggler's Crate, Grime Gadget hier, Grime Scale Shum und Epic gibt's hier Greater Arcane Missiles, 7 Mana. Shot 3 Missiles at random enemies that deal 3 damage each. Ja, der große Bruder der Arcane Missiles. Und wir haben eine Rare hier drin in dem Pack, 4 Commons. Call in the Finishers, Tanaris Hogshopper, Abyssal Enforcer, Yade Behemoth. Den hatte ich bis jetzt noch nicht. Und da ist eine Karte, die habe ich schon relativ häufig gesehen. 6 Mana, 3-6. Torn Battlecry, haben eine Yade Golem. Und wir kriegen noch dazu den Dispatch Kodo für den Hunter. Battlecry Deal Damage equal to this minion's attack. Und wieder eine Common hier, eine Rare und 4 Commons, so kennen wir alles. Und wir kriegen dazu nochmal die Wolf. Ja, der Shuriken neu. Und Kabal Kurier, Mage, Priest, Warlock, Valkyrie, Discover Mage, Priest or Warlock Card. Ja. So, und das waren schon hier die ersten 30 Packs.
70 stehen noch aus. Und immer noch keine einzige Legendary hierbei. Ja, wir kriegen hier Smalltime Buccaneer und den Cabal Trafficker Nummer 2. Ja, Smalltime Buccaneer, 1 Mana 1-2, has plus 2 Attack while you have equipped weapon, also eine relativ gute Karte. Friendly Bartender, at the end of your turn, restore 1 health to your hero. Fragwürdig, ob man so spielen wird. 6 Mana, 3-8er Taunt, Ancient of Blossoms und Abyssal Enforcer hatten wir bereits. Und weiter geht's mit dem nächsten Pack. Oh, Streetwise Investigator, Hosenhealer, Jade Blossom, wichtige Karte für den Druiden. Jetzt haben wir eine Jade Golem, gerne ein Empty Mana Crystal, also eine richtig wichtige Karte. Und Dispatch Code Nummer 2. So, 4 Commons. Dann Smuggler's Run. Und zu guter Letzt noch eine Fellfire Potion. Ja, alles Karten, die wir bereits hatten. Ja, 3 Commons und 2 Rares hier. Jade Blossom Nummer 2 für den Druiden. Und den Grime Street Enforcer. So, wir haben eine Legend und eine Epic. Erste Legend können wir notieren nach dem 35. Pack. Red Mana Worm, Call in Finishers, Hosen Healer, Lucky Doe Bookinner, 6 Mana 5-5, Battlecry, if your weapon has at least 3 attack, gain plus 4 plus 4. So, und wenn wir es hochrechnen, erwarten uns noch 2 Legendaries und ja, mal schauen, hoffentlich sind es mal ganz gute. Genzo the Shark, 4 Mana 5-4, whenever this attacks, both player draw until they have 3 cards, also eher nicht so die berauschende Legendary. Okay. Also, nach dem 33. Pack, 34. Pack, hatten wir die erste Legend. Hier haben wir jetzt eine Epic, eine Rare und 3 Commons. Spike Talk Rider hatten wir und Epic gibt es ja das Red Pack, eine relativ gute Hunter-Karte. Death Summon a number of 1-1 Reds equal to this minion's attack. Das ist auf jeden Fall stärker als der Infested Wolf. Also, Jadeswarmer, Hired Gun, Hosenhealer, Shadow Rager Nummer 4 oder 5 und noch ein Spike Talk Rider. So, ein Epic, eine Rare. Cabal Chemist, Jadespirit Nummer 2, schon mal gut. Epic haben wir hier, Cabal Trafficker Nummer 3. Anscheinend scheint es auch nicht viel mehr Epic zu geben, wenn wir andauernd hier Cabal Trafficker rauskriegen. So, Streetwise Investigator, Abyssal Enforcer, Yard Spirit Nummer 3, Smuggler's Crate Nummer 2 und ein Ally Armor Smith Nummer 2. So, Mistress of Mixtures, Call in the Finishers, Cabal Lackey, Grime Street Enforcer, at the end of your turn, give all minions in your hand, +1/+1, 5 Mana 4-4, ja, eine Karte, die ich wahrscheinlich nicht spielen würde. 2 Mana 2-2, Gadget in Vosiliate, Battlecry Restore 2 Health. Ja, auch fragwürdige Karte, etwas stärker Wuru Doktor, aber wird man nicht spielen. Karte. Mistress of Mixtures ist eine relativ gute Karte. Death Rattle Restore 4 Health to both players.
Ist eine relativ gute Antwort, wenn zum Beispiel der Gegner eine Karte spielt, wie zum Beispiel den Flame Imp. Dann lässt sich der halt einfach perfekt legen. Genau, wir haben 4 Commons, eine Rare. Ja, du Behemoth Nummer 2. Grime Street Smuggler, Battle Cry, buff die Minions auf der Hand, plus 1 plus 1. Ein Random. Zweimal Kabal Chemis, hatten wir jetzt auch schon mehrmals. Und Jinju Water Speaker. Das war ja unsere erste goldene Karte. Haben wir jetzt auch doppelt. So, 4 kommen, eine Rare, ja, das Spirit Nummer 3. Rosenhealer, Abyssal Enforcer. So, Counterfeit Coin für den Rogue kriegen wir hier. 0 Mana, Gen 1 Mana Crystal, also quasi ein zusätzlicher Coin. Und ja. So, wir schauen rein ins nächste Pack. 2 Rares, 3 Commons, Kabal Chemist, Kramanza, Nummer 2, Pincise Potion. Und die Pincise Potion eigentlich auch relativ gut für den Priest. Und wahrscheinlich sogar auch die Güter Healing Potion. Also, der Priest kriegt halt echt einige nette Potions. Give all enemy minions minus 3 attack this turn only und restore 12 health to a friendly character. Auch eine brauchbare Karte. Cryomancer Battle Cry gain +2/+2 if an enemy is frozen. Ja, muss man halt erst einen Gegner frieren, bevor das eintritt. Und nochmal doppelt Kabal Chemist. So, das nächste Pack hier. Und wir kriegen wieder 4 Comments. Eine Rare, Counterfeit Coin Nummer 2, Mistress of Mixtures, Kabal Lecky, Guardian Chieftain Friendly Bartender, alles Karten, die wir schon haben. Ja, 2 Common, 2 Rare und eine Epic. So. Counterfeit Coin kennen wir, Shadow Rager kennen wir, Engine of Blossoms kennen wir, die Blood Fury Potion kennen wir auch. Allerdings in Golden sieht es halt schon echt nice aus, mit dieser Glasflasche und dem ganzen Effekt. Und hier haben wir noch den Mean Street Marshal, 1 Mana 1-2. Death Rattle, if this minion has 2 or more attack, draw a card. Eigentlich eine relativ gute Karte, sofern man genügend andere Minions hat, die den Attack buffen können, dieser Karte. Sieht auf jeden Fall auch relativ cool aus hier mit den Patronenhülsen, die hier zur Seite wegfliegen. Und wir schauen ins nächste Pack. Eine Epic und eine Rare. Also auch Kabal Trafficker Nummer 4 oder 5. Dann Kabal Schmitz haben wir auch schon 10-mal und Counterfeit Coin haben wir auch mehr als ausreichend. Den Pumas dann auch, Ancient of Blossoms, diesmal hier in Golden. Und das sieht natürlich richtig nice aus hier mit diesen, ja, sieht fast aus wie so ein Kirschbaum oder so, mit diesen roten Blättern, die da wegfliegen. So, eine Epic, eine Rare und 3 Commons. So. Potion of Madness kennen wir und hier neu Lunar Visions. Lunar Visions draw 2 cards, Minions drawn cost 2 less. Eine Karte, die man wahrscheinlich nicht spielen wird für 5 Mana. Da es im Endeffekt ein Card Draw, 2 Card Draw ist und eigentlich niemand einem garantieren kann, dass da wirklich 2 Minions kommen. So, Smuggler's Great, danach Sock Shopper, Yare Lightning. Crystal Weaver und ein Celestial Dreamer für den Druiden. If a friendly minion has 5 or more attack, gain +2/+2. 3 Mana, 3-3 ist ja grundsätzlich schon in Ordnung. Und den Buff noch oben drauf.
ist auf jeden Fall eine annehmbare Karte, wenn man sie für 5-5 rausbekommt, für 3 Mana. Allerdings eine Karte, die man dann wahrscheinlich nicht im Early Game unbedingt legen möchte. So, wir haben eine Rare, 4 Commons. Ja, da wären wir auf Nummer 3, ja, alles Karten, die wir schon kennen. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Also, wir haben hier eine Epic und eine Rare. Ja, der Idol, auch wichtige Karte für den Schaman, braucht man. Und ja, Luna Visions hatten wir gerade eben, braucht man nicht. Fire Potion und Yaddle Claws für den Druiden, 2 Mana, 2-2. Und Battlecry haben wir eine Yaddle Golem und einen Overload gibt die Karte. Ja, ansonsten Shaky Zipgunner. Ja, macht halt einen Minion auf Dunn für 3 Mana, 3-3. Rosenhealer, 4 Mana, 2-6. Restore Minion to Full Health. Eigentlich keine tollen Karten hier. Ja. Und weiter geht's. Die ersten 50 Packs sind rum. Eine Legend. Das kann man gerade hier schreiben. Und da muss man sagen, eine Unplayable Legie aus. So, und wir schauen mal, was haben wir hier? Eine Rare, hier kommen uns Ancient Blossom, zweimal Cabal Song Stealer, Cookie Chemist, ja, größerer Crazed Alchemist und Yada Idol Nummer 2 für den Druiden. Ja, eine Rare, hier kommen uns. So, wir haben eine Rare, Cabal Talon Priest, Toxic Sewer Ooze, Grime Street Outfitter, Potion of Madness und ein Getaway Call of Secret. Golden Common Nummer 2, Ancient of Blossoms. Und Lotus Agent. So, Fellfire Potion, Cabal Talon Priest, na. So, ich werde mal ein bisschen hier mit der Leertaste machen. Vielleicht bringt das mehr Legis, aber ich glaube nicht. So, Masters of Mixtures, Gadget und Socialite. Alles Karten, die wir schon kennen. Eine Epic. Ja, Unlicensed Apothecary, ein Demon. Whenever you summon a minion, deal 5 damage to your hero. 3 Mana, 5-5. Tja, weiß ich nicht, ob man die spielt. Ich meine, ist zwar für 3 Mana eine 5-5er, aber ich glaube, der Gegner wird diese wahrscheinlich sogar noch relativ ignorieren. Und also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Small Time Buccaneer relativ cool. Und der Rest, den kennen wir auch schon. So, 4 Commons. Alles bekannte Karten, nichts Neues. Aber Lecky, Freezing Potion, Shadow Rager, Shadow Sensei. Ah,
eine Epic hier und eine Rare. Smalltime Recruits, 3 Mana, Draw 3 One-Cost Minions von der Deck. Relativ gut Card für einen Agro-Paladin, denke ich. So, eine Epic, eine Rare. Ja, Smalltime Recruits Nummer 2, Vermin Sensei, Battlecry, Friendly Beast, klar, kennen wir. Und die anderen drei kennen wir auch. Weiter geht's zum nächsten Pack. So, Second Rate Bruiser. Dann, ja, was kennen wir schon. Also, alles Karten, die wir schon kennen. Eine Rare, Kabalecki, Shake Zip Gunner, Crystal Reaver, Public Defender. 0 Mana, 7, ja, können wir. Rock Rider. So, eine Rare. 4 Commands. Ein No Guy Nummer 2 oder 3. Und wieder ein Fellfire Potion hier am Start. Jade Blossom, Jade Shuriken, Kabal Song Stealer, Crystal Weaver und Golden Rare gibt es nochmal hier einen Second Raid Bruiser. So, Bomb Squad haben wir mindestens auch schon zweimal gehabt. Auch jetzt keine neue Karte mehr. Die Rare. So, auch hier eine Rare. Potion of Polymorph, Secret für den Mage. Secret, after your opponent plays a minion, transform it into a 1-1 Sheep. Eigentlich relativ, ja, unbrauchbares Secret. Zweite legendäre Karte dabei und 4 Commons. Jade Swarmer, Jade Blossom, Alicat. Legendary haben wir hier White Eyes, 5 Mana, 5-5, Taunt und der vierte Shuffle the Storm Guardian into your deck. Eigentlich eine ganz gute Karte, denke ich. Kann man gebrauchen. So. Golden Rare. So, haben wir hier den Grimescreen Pawnbroker. 3 Mana, 3-3, Battlecry. Give a random weapon in your hand, +1/+1 für den Krieger. Hat man bis jetzt auch noch nicht. Ja, keine Ahnung. Ob die gut ist oder nicht gut ist, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Wagon Greaser und ja. Da haben wir eine Epic, 2 Epics, eine Rare. Greater Arcane Missiles, zweimal hatten wir bereits schon einmal, also können wir sie einmal dusten. Pin-Size Potion, ja, und die anderen beiden kennen wir auch. So, 3 Common, eine Rare und eine Epic. Mana-Geode für den Priester. 2 Mana, 2-2, whenever this minion is healed, summon a 2-2 Crystal. Ja, vielleicht eine ganz nette Karte. Wenn man sie auf Turn 3 legen kann und vielleicht dann auf 2-5 bufft oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass sie ganz nett ist. Also 4 Commons, eine Rare. Jade Chieftain für den Schaman, 7 Mana 5-5, hatten wir auch glaube ich schon öfters. Jetzt haben wir eine Jade Golem und Gewittert.
Und hier haben wir Kabel Kurier. Und Battlecry Discover Mage Priest or Warlock Card. So, zwei Rares, drei Commons. Commons kennen wir. Gadgets and Ferryman für den Rogue, 2 Mana, 2-3, Combo, Return a Friendly Minion to your Hand. Ja, dadurch wird es halt relativ schlecht wieder, weil ja, man möchte eigentlich keinen Diener wieder zurückziehen, gerade im Early Game. Dann haben wir hier den Small Time Buccaneer, den hatten wir schon ein paar Mal. Und weiter geht's mit dem nächsten Pack. Ja, 4 Commons, eine Rare. Misters of Mixtures, ja, Daring Reporter, whenever opponent draws a card gain, +1/+1, 4 Mana, 3-3. Ja, eine Karte, die man wahrscheinlich removen wird, direkt. Also, die wird halt quasi direkt 4-4. Weil der Gegner zieht ja automatisch Minimum eine Karte. Und ja. So, eine Epic, eine Rare. Ein Golden Yard Swarmer. Man sieht hier so die Shurikens langfliegen. Und wir haben Epic, auch neu. Den Blubber Baron. 3 Mana, 1-1. Whenever you summon a Battle Cry Minion, while this is on your hand, gain +1/+1. Muss man mal schauen, wie stark die ist, aber ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, dass sie so mega ist. So, 4 kommen, eine Rare. Und alles Karten, die wir schon kennen. Ja, Vermin Sensei Nummer 2, Battlecry mit dem Beast Buff. Ja. Und weiter geht's mit dem nächsten Pack. Eine Epic, 4 Commons. Ja, Greater Arcane Missiles Nummer 4. Aber Alchemist, Grand Street, bla. Und Rare gibt's hier, Small Time Buccaneer. Eine Epic, eine Rare. Crystal Weaver, Street Trickster, so. Volcanic Potion und eine Dragonfire Potion für den Priest. Deal 5 Damage to all Minions except Dragons. Ganz gut. So, Backroom Bouncer. Eine Karte, die ich noch nicht hatte. 4 Mana, 4-4. Whenever a friendly minion dies, gain +1 attack. Aber jetzt wahrscheinlich auch nicht die Karte, auf die ich gewartet habe. Also, mal schauen, was da ist dabei. Nein. Hier nur eine Rare drin. Und alles Karten, die wir schon kennen. Eine Epic, eine Rare. Golden Epic, Mean Street Marshal Nummer 2. So, hier haben wir jetzt. Zweimal Rare, Truck, ja, Karten, die wir schon kennen. Ja, 4 Commons, eine Rare. Einmal für 5 Mana, 2-2 den Doppelgangster. Battlecry summon 2 copies of this minion. Also,
Für 5 Mana 3-2-2 Minions. Allerdings halt auch sehr anfällig für irgendwelche Aes und dann sind sie auch wieder weg. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Karte, der Doppelgangster. War mein Sensei. Golden Rare, Second Rate Bruiser Nummer 2. Zwei Epics, eine Rare. Wander Keepers, ja. Ja, Goku Master, Shadow Sensei, kennen wir, ja, alles bekannte Karten. So, und die letzten 10 Packs. Ja, dritte Legend. Erwartungsgemäß. Ja, Legendary Kun the Forgotten King. 10 Mana 7-7. Choose one, gain plus 10 armor or refresh your mana crystals. Ja, ist eine fragwürdige Legendary, ob man die halt spielen wird. Ich denke weniger. Noch immer noch eine Rare und eine Epic. Hellfire Potion, Fire Orc Soul, Fine Bla. Alles gerade nur kennen. Second Raid Bruiser, Finders Keepers, die hatten wir auch vorhin. Ein Mana für den Schamane, Spell, Discover a Card with Overload. Und die Karte overloadet selber auch nochmal für 1, also ich denke nicht, dass man so spielen wird. Ja, 4 Commons, eine Rare. Und das nächste Pack. Size Potion, ja, alles Karten, die wir hier kennen. So, und die letzten 5 Packs, mal schauen, ob da noch irgendwas Brauchbares zwischen ist. Rare. Ja, alles Karten, die wir kennen. Golden Rare, Potion of Polymorph für den Mage. Sieht auch ganz nett aus. Wenn man davon absieht, dass halt nie gespielt werden wird wahrscheinlich. Ja, 4 Commons, eine Rare. Golden Common, Gadget and Socialite. So, die Jadeclown nochmal hier für den Schaman. Und das allerletzte Pack. Eine Epic. Und eine Rare. So, die letzte Epic, die wir hier kriegen, der D4s Cleaner. Für alle Klassen 6 Mana, 5-7. Hatte ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Battlecry, Silence the Minion. With Death Rattle. Okay. Also wahrscheinlich auch eher eine Karte, die man weniger spielen wird, weil man wahrscheinlich nicht nur auf irgendeinen Death Rattle Minion warten möchte, auf Turn 7, den man dann silenzen kann. Naja, so, also ich würde bis jetzt sagen, war jetzt nicht so Bombe, aber wir schauen uns das Ganze nochmal hier im Detail an. Dafür switchen wir einmal auf Gadgetsen. So, wir können jetzt einmal hier oben durchzählen. Machen wir mal nebenher den Röchner auf. Nicht, dass ich mich hier hinterher nur verrechnet habe.
So, also wir haben oben angezeigt 9. Ja, wobei. Wir haben insgesamt nochmal 500. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viele wir dusten können. Aber show only golden cards. Machen wir das zuerst. So, dann haben wir hier einen Golden Polymorph. Also quasi eine Golden Rare. So, dann blenden wir das mal ein. Und werten das Ganze hier mal ein bisschen aus. Also wir haben einen Golden Polymorph bekommen. Dann haben wir zweimal den Mean Speed Marshall bekommen. Mean Speed Marshall, genau, zweimal Golden Epic. Priest hat nichts Goldenes hier bekommen. Der Rogue hat hier den Yardas Warmer. Einmal Common Golden. Und dann haben wir hier beim Schaman einmal Jinju Water Speaker in Golden und zweimal das Yardi Lightning in Golden. Das heißt, da kommen noch zwei Golden dazu. Und eine Golden Rare kommt noch dazu. So, und der Warlock, der bekommt hier die Blood Fury Potion in Rare. Also drei Golden Rares. Dann haben wir hier den Grimstream Pawnbroker für den Warrior. Unsere vierte Rare. Und dann sind wir hier schon bei den Commons, also beziehungsweise bei den Neutralen. Dann haben wir den Gadget and Socialite. Mal direkt ein, zack, 4. Dann Bomb Squad. Ein Golden Rare. Zweimal den Second Rate Bruiser. Aber auch zwei Golden Rares dabei. Nochmal 7. Und zweimal den Enten Blossoms. Das sind dann nochmal zwei Golden Commons. Damit haben wir 2 Golden Epic, 7 Golden Rare, 6 Golden Common. So, dann schauen wir mal. Nach den Rarities, da geben wir einfach erstmal hier unten ein Legendary. Da haben wir insgesamt 3 bekommen. Einmal den Forgotten King, White Eyes und Genzo, The Shark. Das heißt, wir haben 3 Legendary Cards. Dann suchen wir mal hier nach den Epics. Fangen wir auch wieder hier vorne an beim Druiden. Da haben wir Pilfered Power. Und Lunar Visions sind insgesamt schon mal 4 Epics. Der Hunter hat ein Red Pack, also nur bei 5. Ja, 5, 9 insgesamt mit den Greater Arcane Missiles. Schreiben wir mal gerade kurz auf. Sagen wir mal, bis hierhin haben wir 9. Schauen wir die nächsten 3 Klassen an. Da haben wir einmal den Mean Street Marshal nochmal und zweimal Small Time Recruits, sind 3 Karten. Dann haben wir 2 auf dem Priest bekommen, sind dann 5. Und hinzu kommt noch einer auf dem Rogue, sind wir bei 6. Immer noch die vom Schamanen mit bei. Dann sind wir bei 8. Und dann haben wir hier 8, 9. Und dazu kommen noch viermal dieser hier. Dann sind wir bei 13 Legends, die noch zu den neuen dazukommen. Sollten dann 22 sein. Und wir rechnen nochmal kurz die Neutralen zusammen. Da haben wir hier 4, also insgesamt 26 Epic-Karten. So, dann filtern wir einmal auf Rare.
So, da haben wir einmal hier. Ja, machen wir erstmal die neutralen Diener. 6, 6, 3, 10, 11, 11, 14 und 16. Sind 21 und 28. 28 Wrath auf den neutralen Dienern. Und dann schauen wir mal die Klassen durch, wie viel wir da haben. Da haben wir hier 9. 9 sind 11, sind 17. Sind 21, sind 22, so 22 sind wir bei 25, 27, 31, dann haben wir hier 32, 34 und 37, 38, 40, 46. 46 sind wir bei 51, 52 und 55. So, 55 sind wir bei 62, 64, 66. Hinzu kommen noch die vom Krieger. Da haben wir dann 68, 71, 74. Und die rechnen wir dann jetzt quasi auf die 28 drauf. 28 plus 74 sind 102 Rares. Hätte man natürlich jetzt auch im Kopf rechnen können, aber 100% sicher. So, und jetzt können wir quasi ausrechnen, wie viele normale Commons wir wohl haben. Also, weil wir haben die 102 normalen Rares, dazu kommen die 26 Epics, die 3 Legendaries, die 6 Golden Commons, die 7 Golden Rares und die 2 Golden Epics. Das sind dann 146 Karten, die wir haben von 500. Können wir das abziehen quasi. 500 minus die 146, die wir schon haben, das heißt, wir haben nochmal 354 Common Karten rausgeholt. Ups. 354 Common Karten. Zack. Und dann würde ich sagen, können wir auch glatt nochmal schauen, wie viel jetzt gedustet wird. Dustet werden davon 2. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. 2084 Staub auf jeden Fall. Und wir sehen, es sind keine goldenen Karten dabei. Wir haben hier 4 Epics, 40 Rare Karten, 256 Common Karten und 0 Golden. Die werden nämlich nochmal extra aufgeführt, also Golden sind nicht dabei. Zack. Weg damit. Ja, und das war es auch schon quasi mit dem Unpacking. Ihr könnt ja gerne mal eure Auswertungen unten in die Comments reinhauen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall mehr Glück, als ich es hatte. Also war halt schon relativ schlecht, muss man einfach so sagen. Okay, das soll es dann erstmal an dieser Stelle mit dem Pack Opening gewesen sein. Das nächste Pack Opening Video wird dann irgendwann im März kommen mit der nächsten Erweiterung, März, April rum. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.